Ja, Sie alle kennen diesen Satz. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen diesen Satz auch mal gesprochen. Ja, Sie kennen alle diese Situation. Da steht irgendjemand vor einer Situation, er kommt nicht weiter und dann kommt es aus der Kanone rausgeschossen, komm, nichts ist unmöglich. Alles ist, also geht nicht, gibt's nicht oder so, diesen kennen Sie, diesen Satz haben Sie alle gesprochen mal. Aber jeder von uns hat irgendwo so, in dem Moment, wo er den Satz gesprochen hat, irgendwie so bei sich so diese rote Warnleuchte aufgehen gesehen, naja, nichts ist unmöglich, das ist ziemlich hart. Ja? Das bedeutet, also ins Deutsche übersetzt, alles ist möglich. Ja? Als ich diesen Satz, ich habe den immer wieder verwendet und irgendwann habe ich gedacht, also Gerd, das ist ziemlich gefährlich, was du da machst, ja? Also übertreibe nicht. Desto mehr ich mich mit den Cut auseinandersetze, umso mehr gewinne ich die Überzeugung, dass Toyota mit diesem Satz kein bisschen übertrieben hat. Jeder kennt diese Situation. Ja? Wir stehen in dieser Sackgasse. Ja? Oder der Mitarbeiter ist im Coaching mittendrin und er sagt, Hilfe, Chef, Hilfe, Coach, ich weiß nicht mehr weiter, mir fällt keine Lösung mehr ein. Und jeder von Ihnen hat das schon mal erlebt, man steht vor der Wand. Ja? Es geht, bitte alle Hände hochkommen, also nicht... Und es ist ganz interessant, nach dem, was wir auch gehört haben von Mike, es könnte sein, dass hier ein Missverständnis entstanden ist. Ich glaube, es ist gut möglich, dass diese Sackgasse nur eine Illusion in unserem Kopf ist. Sie ist nur eine Illusion. Es könnte gut sein, dass wir die Lösung einfach nur nicht sehen. Ich glaube, dass das Wahrscheinlichste ist, die Lösung ist da, wir sehen sie nicht. Und ich glaube, es wäre verheerend zu sagen, ich sehe die Lösung nicht und deswegen gibt es sie nicht. Ja? Und ich glaube, wir sollten zunehmend lernen und wirklich diesen sokratischen Gedanken verinnerlichen. Ich weiß, dass ich nicht weiß und kaum das. Ja? Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, was ich damit meine, eine Frage, die Sie sich mit Sicherheit schon sehr, sehr oft gestellt haben. Warum sind wir im Mittelalter keine Düsenjets geflogen? Die Frage bewegt die Menschheit. Und das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Ja, denken Sie mal drüber nach. Lag es wirklich daran, dass es unmöglich war, Düsenjets zu fliegen im Mittelalter? Also ganz ehrlich, jetzt unter uns. Also damals gab es schon Bauxit. Es war irgendwo im Erz unten unterirdisch. Aber hätte man aus Bauxit tatsächlich mit den richtigen Verfahren Aluminium gewinnen wollen, man hätte es gekonnt. Kein Problem. Und Aluminium hätte auch damals schon die gleichen Eigenschaften gehabt, wie sie heute hat. Hätte man aus Aluminium Blech formen können, es wäre möglich gewesen, vor 500 Jahren Blech mit den gleichen Eigenschaften herzustellen wie heute. Rein physikalisch hat sich nichts verändert. Ja, hätte man diese Aluminiumbleche, ne, in so ein Flügelprofil umgeformt und hätte sie mit ausreichender Geschwindigkeit durch die Luft bewegt, Sie glauben es kaum, ja, es wäre Auftrieb entstanden, auch schon vor 500 Jahren. Und es wäre vielleicht mit den richtigen Anleitungen einen Alchemisten auch nicht schwer gefallen, aus Erdöl, das damals überall aus dem Boden sprudelte, einfach ein bisschen Kerosin rauszudestillieren. Genauso hat es ja nicht bei den Menschen gefehlt. Also wir haben uns in unserer Motorik, in unserer Physiologie, in unserem Aufbau, körperlichen Aufbau überhaupt nicht geändert. Also würden Sie jetzt einen Menschen aus dem Mittelalter nehmen hätten Sie ihn damals nach Kalifornien zu irgendeiner Top Gun-Schule geschickt, hätten Sie die Möglichkeit gehabt, rein physiologisch wäre in der Lage gewesen, einen Tom Cruise zu geben, ja, mit allem, was dazu gehört. Ja. Und also Anzahl Finger, kognitive Fähigkeiten, es war alles da. Es war alles da. Wir haben es aber nicht gemacht. Ja. Eine andere Sache, die ich sehr oft höre an der Stelle, wenn ich das erzähle, ist, ja, Herr Aulinger, es gab die Nachfrage nicht. Ja, und ganz ehrlich, kennen Sie den hier? Stellen Sie sich vor, der Kolumbus hätte die Option gehabt. Ja, und schau mal, TUI-Flieger, 8 Stunden, während du entspannt sitzt, bringen dir die Mails ein paar Getränke. Und er hätte gesagt, nee, also ist für mich nichts wie mit den 3 Nussschalen über, also Seekrankheitsskorbut und mit ein paar Verbrechern ein paar Monate zu verbringen, das ist meine Idealvorstellung, so will ich es haben. Ganz bestimmt nicht. Ja? Also sehr gern hätte ich auf die lange Seefahrt verzichtet, hätte er gesagt. Wir wussten einfach nicht, dass solche Metallvögel zu bauen wären. Wir wussten es nicht. Aber wir hätten das so gern getan, wenn wir es gekonnt hätten. Ja, er hätte die Isabella gleich mitgenommen, die Indianer mitgebracht, auch wieder zurück. Ja? Rückflugticket. Es wäre super gewesen. Ja? Es ist irgendwie
Es ist eine Vorstellungsgrenze, es ist nicht eine reale Machbarkeitsgrenze gewesen. So, das heißt, wenn das nicht eine reale, sondern eine Illusion ist, wie können wir das durchbrechen? Wie können wir das durchbrechen? Wir reden die ganze Zeit über die Katha, aber eines muss man verstehen, die Katha ist nicht, was wir eigentlich lehren wollen. Die Katha ist ein trojanisches Pferd. Die Katha ist eigentlich die Pille. Der Inhalt ist, was wir wollen. Ja? Und gucken Sie, was jetzt kommt. Ich finde es so gut. Ich habe lange überlegt. Ja? Das ist eigentlich, was wir eigentlich verkaufen wollen. Ja? Es ist schön verpackt. Es ist schön verpackt, damit man diese Pille natürlich gut schlucken kann, ist der Inhalt vielleicht nicht direkt so offensichtlich. Aber wir wollen eine ganz andere Denk- und Arbeitsweise, die eben wissenschaftlich ist. Wir wollen Wissen schaffen. Unser Managementsystem, wenn wir jetzt gucken, wie die Wissenschaft agiert, es gibt einen sehr bekannten Wissenschaftler und der hat einen ganz wichtigen Hinweis gegeben, wie wissenschaftliche Arbeit richtig zu funktionieren hätte. Und der hat gesagt, wir müssen uns, wenn wir wissenschaftlich arbeiten wollen, immer sehr bewusst sein, was das Problem ist. Und er wurde vermeintlich mal von einem Journalisten mal gefragt, Herr Einstein, wenn Sie eine Stunde Zeit hätten, um die Welt zu retten, also ganz große Frage, ne? Also hypothetisch natürlich, hoffentlich. Und dann soll er diese Antwort gegeben haben, er hätte gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, hat er gesagt, dann würde ich 55 Minuten allein damit verbringen, das Problem zu verstehen. Sonst nichts. Nur das Problem verstehen. Keine Aktion mehr als das Problem zu verstehen. Und wenn ich das Problem verstanden hätte, und zwar richtig, hat er gesagt, die Lösung würde uns in den Schoß fallen, 5 Minuten würden locker ausreichen. Ja? Übrigens, eine tolle Lösung auf das falsche Problem und wir sind alle nicht mehr da. Ne? Hat er natürlich an der Stelle gesagt. Ja. Unser Managementsystem agiert ein bisschen anders. Wir sind ROI, kostengetrieben, und unser Managementsystem liebt Benchmarking. Ja, also es ist nur eine Praxis. Also wir fahren sehr gerne auf den Kopiermodus. Ja, was macht der Wettbewerber, was kann ich von denen lernen und was kann ich dann auf meine Organisation übertragen. Ja, wir fliegen gerne nach Japan, kommen dann mit den Digitalbildern und den Erinnerungen zurück. Und im Grunde, was wir da machen, ist, wir nehmen Lösungen, von wo auch immer wir sie bekommen konnten, kehren in die Organisation zurück und suchen das passende Problem zur Lösung, die ich bereits habe. Ja, das ist eine sehr interessante Methodik, die gibt es. Ja. Und die wird sehr gerne, also die Logik dahinter oder die Erklärung dahinter, ganz einfach, warum soll ich das Rad ein zweites Mal erfinden, wenn es schon erfunden wurde? Ja, also diese Art und Weise des Agieren hat das beste ROI überhaupt. Maximal Nutzen, kein Aufwand. Die Lerngelder sollen andere zahlen, ja, hat er schon. Ja. Was ist das Problem damit? Natürlich, Sie reihen sich hinten an, Sie brauchen irgendjemanden, den Sie kopieren können und Sie werden selten einen schlechteren kopieren, Sie brauchen einen besseren. Sie schließen sich quasi aus dem ersten Platz raus, wenn Sie so agieren. Ja. Diese Art und Weise ist nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist genau umgekehrt. Es beginnt immer mit einem Problem. Und zwar immer mit einem Problem, dessen Lösung völlig unbekannt ist. Der Einstieg ist immer das Problem. Ja. Immer ein Problem. Und dieses kennen wir nicht. Und nur dann können wir wirklich Innovation machen. Ja. Und genau an dieser Stelle haben wir ein bisschen gearbeitet, und das ist eine Sache, die wir beim Coaching sehr intensiv rausgefiltert haben. Wie können wir erkennen, dass wir Probleme wirklich sauber verstanden haben? Das ist so schwer zu sagen, okay, die Qualität der Problembeschreibung ist ausreichend. Ja? Und deswegen hier an der Stelle die typischen Fehler und warum es so wichtig ist, dieses Problem mit dem Problem zu überwinden. Und damit diese 4 Fehler, die kein Wissenschaftler machen sollte, uns nicht mehr passieren. Und übrigens, jeder gute Coach sollte sehr intensiv in meinen Augen auf diese 4 Fehler achten. Das erste, ganz einfach, wir kennen nicht das Problem, natürlich. Das ist das erste. Was ist die Folge davon? Es gibt mehrere, aber die nächste ist, es ist unmöglich, ne, Probleme zu lösen, die ich nicht kenne. Relativ einfach, ja. Und das zweite, ich kann keine widerlegbaren Hypothesen formulieren. Es ist unmöglich, eine Hypothese zu formulieren, ohne das Problem zu kennen. Geht nicht. Keine Chance. Und wenn wir keine widerlegbaren Hypothesen haben, dann ist Try and Error, was zutage kommt. Und dafür haben wir keine Zeit mehr. 2013, die Firmen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, die werden uns an der Stelle den Druck nicht in den nächsten Jahren wegnehmen. Die werden ihn wahrscheinlich erhöhen. Wir müssen mithalten. Ja? Wenn ich keine widerlegbare Hypothese habe, dann kann ich unmöglich die Wirksamkeit sicherstellen.
Keine Chance, keine Chance. Sie können nicht die Wirksamkeit sicherstellen. Und eines dürfen wir nicht vergessen, am Ende muss es sich aber doch rechnen, was wir tun. Ja, also Lean ist eine Aktivität nebenbei, damit wir halt, wenn wir Zeit haben, auch noch uns ein bisschen mit Spaß an der Freude mit Kanban beschäftigen oder sonst was. Ja, und ganz wichtig dabei, auch natürlich dementsprechend immer sehr präzise diese Wissensgrenze zu bestimmen. Wir können nicht lernen, was wir schon wissen. Wir müssen immer feststellen, was ist es, was ich nicht weiß, damit ich dann in der Folge auch lernen kann. So, zur Frage 1, wie kann ich ein Problem sauber erkennen? Und das Beste, was wir erkannt haben, wo wir jetzt am besten rauskommen, ist, dass wir erkennen, dass ein Problem zweiteilig ist. Ein Problem besteht immer aus diesen zwei Teilen. Es besteht immer aus einer Ursache und es besteht immer aus einer daraus resultierenden ungewollten Wirkung. Okay? Diese ungewollte Wirkung ist das, was wir in Zahlen fassen können und müssen. Ja, warum ist es wichtig, diese Zweiteiligkeit des Problems zu verstehen? Weil wir an der einen Stelle arbeiten, an der anderen Stelle messen. Und wenn wir das eine oder das andere vermissen, dann werden wir nie wissenschaftlich arbeiten können. Ganz wichtig zu wissen, das ist, was wir eliminieren. Die Ursache ist das, was wir eliminieren. Aber was wir weghaben wollen, ist die ungewollte Wirkung. Wir eliminieren die Ursache, damit diese ungewollte Wirkung nicht mehr kommt. Ein Beispiel, damit Sie verstehen, was ich sage. Nehmen wir mal an, wir haben einen Rüstworkshop, einen Rüstprozess und wir wollen von 32 Minuten auf 12 Minuten Rüstzeit kommen. Das heißt, wir suchen 20 Minuten und suchen im Prozess Möglichkeiten, Zeiten zu sparen. Und nehmen wir mal an, wir stellen fest, wir haben unterschiedliche Schraubengrößen, die wir öffnen und schließen müssen, M6, M8, M10 Schrauben. Zwingen den Rüster dazu, ständig diesen Werkzeug, die Werkzeuge, die Imbusschlüssel, die er im Einsatz hat, zu wechseln. Ja, und wir messen das nach, wir stoppen das nach und stellen fest, das kostet ihn 5 Minuten Werkzeugwechselzeit. Okay, so, und jetzt haben Sie die zwei Teile des Problems. Was ist, was Sie eliminieren würden? Den Werkzeugwechsel. Aber warum machen Sie das? Weil Sie die 5 Minuten haben wollen. Sie wollen nicht den Werkzeugwechsel eliminieren, Sie wollen die 5 Minuten eliminieren. Würden Sie das Thema mit dem gleichen Elan angehen, wenn es Sie keine Zeit kosten würde, dieser Werkzeugwechsel? Es würde Sie die Bohne interessieren, wenn dieser Werkzeugwechsel null Zeit kosten würde. Wichtig an der Stelle, wir wollen die 5 Minuten, nicht den Werkzeugwechsel eliminieren. Wenn irgendeins von den zwei fehlt, wir können an der Stelle nicht weitermachen. Es wird nicht gut funktionieren. Es wird nicht wissenschaftlich sein. Warum? Wir brauchen das, um eine Hypothese zu formulieren. Wir wollen in der wissenschaftlichen Systematik Hypothesen testen, nicht Annahmen. Was ist eine Annahme? Eine Annahme ist, morgen wird es regnen. Das kann ich testen. Ich kann morgen gucken, ob diese Annahme richtig oder falsch war. Wahr oder unwahr, kann ich testen. Aber das ist keine Hypothese. Eine Hypothese ist immer eine Kausalkette. Sie beschreibt eine Kausalität. Und was ich eigentlich wissen möchte, ist, ob diese Kausalkette tatsächlich funktioniert und wahr ist, weil ich will sie nutzen, um Prozesse zu stabilisieren, ich möchte Prozesse beherrschen. Das heißt, ich möchte Systeme verstehen und deren Kausalitäten. Eine Hypothese hat immer die Form wenn, dann. Das wenn ist die Maßnahme, dann kommt die erwartete Wirkung. Beispiel, wenn wir alle Schrauben auf M8 vereinheitlichen und ihr Werkzeugwechsel entfällt, dann erwarte ich die 5 Minuten Wechselzeit zu sparen. Das ist eine Hypothese. Und diese Hypothese ist widerlegbar. Warum? Die 5 Minuten könnten eintreten oder nicht. Es ist nicht der Werkzeugwechsel, was getestet wird. Es sind die 5 Minuten, woran ich erkenne, dass die Hypothese bestätigt oder widerlegt ist. Es ist unmöglich, das hinzumachen, ohne das Problem verstanden zu haben. Keine Chance. An der Stelle kommen Sie nicht an. Sie müssen die Kette einfach beibehalten. So, dann folgt, das ist nicht dasselbe, das Experiment. Was passiert beim Experiment? A wird durchgeführt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird genau das gemacht. Wir haben alle Schrauben auf M8 vereinheitlicht, der Werkzeugwechsel ist entfallen. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, bestätigt oder widerlegt. Wann ist sie bestätigt? Relativ einfach, die 5 Minuten wurden nachgemessen. Dann habe ich natürlich eine bestätigte Hypothese. Wenn es nicht der Fall ist, mehr wie 5, weniger wie 5, dann wäre die Hypothese widerlegt und ich könnte was lernen. Oder ich hätte dann was gelernt und müsste dann die nächste Maßnahme einleiten. Wie Sie wissen, also eine ganz wichtige Sache an der Stelle ist immer deswegen, die Wissensgrenze sehr genau zu bestimmen. Wir wollen in der Verbesserungskala in Richtung des Zielzustandes diese Wissensgrenze schrittweise erweitern. Das ist, was wir machen wollen.
Aber eine Sache, die sehr, sehr oft passiert, was wir immer wieder draußen beobachten, ist, dass wir glauben, die Wissensgrenze wäre an der Stelle. Eigentlich ist sie da. Sie ist noch links vom Problem. Wir dachten, wir hätten das Problem schon verstanden. Das ist eine sehr, sehr gängige Sache. Wir glauben, die Wissensgrenze wäre hier, tatsächlich ist sie aber noch da. Das Problem ist noch nicht klar. So, und deswegen gibt es in der Folge zwei Formen von Experimente. Und die erste Form von Experiment sollte immer der zweiten Form vorausgehen. Die erste Form von Experiment ist Verstehen. Was wollen wir verstehen? Natürlich das Problem. Und wann muss ich diese Form von Experimente machen? Logischerweise, wenn das Problem nicht klar ist und nicht quantifiziert ist. Ja, was ist, was der Mentee beim Coaching in der Regel sagt? Ich weiß nicht, ob oder ich kenne nicht. Also er sagt ganz konkret, was es ist, was er nicht weiß. Was sind die typischen nächsten Schritte? Wenn ich verstehen will, dann ist es noch zu früh zum Verändern. Ich gehe und beobachte. Das heißt, was der nächste Schritt ist, in der Regel, es ist eine Analyse, eine Beobachtung, eine Aufnahme. Eine Analyse, eine Aufnahme, eine Beobachtung kann nicht Prozesse verändern. Sie kann nicht wirksam werden. Wenn ich beobachte, ne, also sage ich, gehe auf Quantenniveau, ne, sagen die Quantenmechaniker, doch, ich kann schon was verändern durch Beobachtung. Aber für unsere praktischen Fälle, es wird eben nichts verändert. Das heißt, was können Sie daraus erwarten? Ich werde beobachten und werde irgendwelche Potenziale finden, die mich dem Zielzustand um einen Betrag X näher bringen werden. Und dadurch formuliere ich wieder eine widerlegbare Hypothese, die ich dann testen kann. Wenn das Problem verstanden ist und ich habe das Problem mit den zwei Teilen tatsächlich beschrieben, gemessen, dann erst darf ich die nächste Variante von Experiment machen, verändern. Ja, so, jetzt kommt unser Freund Düsentrieb. Und was ist, was wir jetzt machen? Das Problem ist klar und quantifiziert. Und jetzt wird zum Beispiel, ne, also wie ist das Problem? Eben zweiteilig. Verschiedene Schraubengrößen, Ursache, Kosten heute 5 Minuten Rüstzeit, ungewollte Wirkung. Oder der Materialwechsel verursacht heute 3,2% Störungsanteil. Der Materialwechsel, die ungewollte Wirkung, numerisch. Okay? So, wenn ich das habe, kann ich dann eine Hypothese formulieren, die tatsächlich in den Prozess hineingreift. Zum Beispiel Schraubengrößen auf M8 vereinheitlichen, eine Veränderung. Oder den Materialwechsel jetzt durch die Routenlogistik machen zu lassen. Das ist eine tatsächliche Veränderung im Prozess. Und was kann ich jetzt erwarten? Tatsächlich eine Wirksamkeit von zum Beispiel 5 Minuten Einsparung, übrigens maximal. Ich darf, wenn das Problem nur 5 Minuten groß ist, niemals 10 Minuten Einsparung erwarten. Ja? Das müsste man natürlich auch wissen. Ja? Warum ist das ganz wichtig für das, was folgt? Ja, ich muss das Problem quantifizieren, weil bevor ich von 1 auf 2 gehe, muss ich eine weitere Sache noch wissen, die ganz wichtig ist. Und da muss der Coach drauf achten. Was darf der nächste Schritt kosten? Sie alle stehen da, Sie haben das mit Sicherheit schon beim Coaching erlebt und dann sagt er, okay, ich würde gerne was ausprobieren. Ja, was hättest du gern? Alles automatisiert, ich müsste nur 10 KUKA-Roboter hinstellen. Die Ideen haben wir alle und mit dieser Antwort vom Menti konfrontiert, müssen wir was wissen. Wir können nicht sagen, nee, finde ich schlecht, das ist brüskierend. Und deswegen muss man sauber arbeiten und da gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist an der Stelle, einfach, wir müssen lernen, Target Costing in das Coaching hineinzubauen und das grundsätzlich und systematisch. Wie funktioniert das? Nehmen wir mal an, wir sind im Coaching an der Stelle angekommen, wo der nächste Schritt besprochen wird. Was ist deshalb dein nächster Schritt? Und was erwartest du daraus zu lernen? Fragt der Coach. Mein nächster Schritt wird sein, die So-Führung so umzubauen, dass die Teile ohne Behälter dem Montierer bereitgestellt werden können. Also keine Behälter, keine Verpackungen mehr, damit das Auspacken entfallen kann. Ich erwarte hiermit 50 Sekunden pro Zyklus zu sparen. Also der Montierer soll 50 Sekunden bei seiner Montagetätigkeit einsparen. So, das ist sein Vorschlag. Er will jetzt alles umbauen und 50 Sekunden sparen. 50 Sekunden wissen wir, weil wir das Problem kennen. So, und jetzt fangen wir an, Lösungen zu testen. Okay, und jetzt brauchen wir dafür einen Rahmen. Ja? Wie viel sollte nun dieser nächste Schritt maximal kosten, damit wir ihn umsetzen dürfen? Weil in der Kata wird umgesetzt. Ja. Das erste, unsere ROI-Rechnung entscheidet immer, tun oder lassen. Wenn es sich rechnet, dann tun wir es. Wenn es sich nicht rechnet, dann lassen wir es. Und in dieser Art und Weise wollen wir die ROI-Formel nicht mehr nutzen. Wir dürfen sie nicht mehr nutzen in der Kata. Das heißt, was wir wollen, ist auf jeden Fall umsetzen. Wir wollen umsetzen, es muss sich rechnen. Okay, dann muss ich jetzt den Spieß umdrehen. Ja. Ich nutze die Formel nicht als Entscheidungshilfe, ob ich es tun soll, sondern wie tue ich es. Ja? Und daraufhin ergibt sich natürlich, das Umsetzen wird gemacht, es muss sich also rechnen. Das heißt, ich werde die Zielkosten aus Nutzen mal Zeit rausrechnen.
der Nutzen sind offensichtlich die 50 Sekunden, die ich aus dem Problem ganz am Anfang herausgemessen habe. Ja? So, und jetzt kann ich natürlich eine Beispielrechnung machen an der Stelle. Nehmen wir mal an, wir haben 150 Sekunden Zykluszeit, wir beschäftigen 2 Mitarbeiter und es kostet uns im Jahr entsprechend 50.000 im Jahr jeder Mitarbeiter. Wenn ich jetzt 50 Sekunden von 150 spare, dann kann ich die Rechnung machen, sind es 33.000 Euro im Jahr. Nehmen wir mal an, es muss sich in einem halben Jahr rechnen. So, wie viel darf ich für diese sämtlichen Umbauten, um diese Materialzuführung umzubauen, ausgeben? 16.500. Und das ist Teil des Zielzustandes. Los geht's. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Das ist dein Budget. Okay, also ganz wichtig an der Stelle nochmal, diese zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Wenn die zwei nicht geklärt sind, der nächste Schritt sollte definitiv ein Experiment von der Sorte 1 sein, nicht von der Sorte 2. Ganz wichtig an der Stelle. Ja, und damit bin ich schon am Ende meines Vortrags angekommen. Meine Einladung, wenn Sie dann draußen sind beim Coachen, beim Umsetzen von Maßnahmenlisten, da steht, wer macht was bis wann. Sehr selten steht da drauf, was ist eigentlich das Problem. Da stehen selten widerlegbare Hypothesen drauf. Und viel Glück ist das, was wir brauchen, wenn wir so weitermachen. Okay? Also mein Vorschlag an der Stelle, den Albert zu folgen, Problem verstehen, 55 Minuten. Und ich glaube, dann ist wesentlich mehr möglich, als es bisher war. Okay.